So Leute, wir sind wieder da bei Let's Play Together World of Warcraft. Heute sind wir mal wieder nicht mehr zu zweit, wir sind heute wieder zu dritt. Sag mal was, Nadine. Hallo, kommentiere heute mal aus dem Hintergrund. Ja. Ansonsten alles wie immer, wir rennen wieder ein paar Innis, versuchen in dieser Aufnahme bis Level 68 zu kommen, damit wir beim nächsten Mal in Nordend anfangen können. Und ja. Jo, da sind wir wieder, ne? Und gehen wieder die gleichen Innis, weil so viel Auswahl haben wir noch nicht. Mit dem nächsten Level-Up kommen dann noch ein paar dazu, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, mit dem nächsten müsste Flucht aus Dunholde dazu kommen, aber das war schon. Auch in Neukrypta waren wir, glaube ich, noch nicht. Die letzte, die wir waren, war Mana Gruft und die wird höchstwahrscheinlich auch wiederkommen. Aber wir haben ja diesmal wieder einen guten Erholt-Bonus. Haben wir jetzt wieder guten Monat nicht aufgenommen. Jetzt fällt mir erst was ganz Gravierendes auf. Mir hat es nach dem letzten Patch, die meine Addons zusammenkaut und mein Partender hat sich komplett, ja, resettet. Und jetzt muss ich mir ganz kurz meine Leisten hinziehen. Ah! Hast du noch ein bisschen Zeit, bis der Heiler irgendwie mal dazu kommt für die Inni? Panik! Ja. Alles umgeordnet, nein, es geht los! Na dann, mal schauen, welche Inni das kommt. Das Oh, ist hier geht's tief Tiefensumpf. so. Da waren wir schon. Ja, dann habe ich ja noch kurz Zeit, mir meine Leisten wieder hinzuziehen. Und bist mit deinem Leistenzahnziehen schon fertig? Das ist so ungefähr, die hängen jetzt irgendwo quer über den Bildschirm, aber das geht schon. Ich meine, beim Destrohexer musst du ja eh nicht wirklich viel einstellen. Ich meine, wie viel Zauber brauchst du? Drei, vier? Fünf sind's. Genau fünf. Es wären aber auch nimmer mehr. Wird höchstens noch weniger im Laufe der Zeit. Das kann durchaus sein. Feuerring einfach mal irgendwo hingeklatscht, weil es gerade übelst gelaggt hat. Warum leckt's bei dir eigentlich immer? Ich weiß auch nicht, das ist immer bloß, wenn wir aufnehmen. Dabei hast du noch nicht mal Aufnahmeprogramme laufen. Die hab ich laufen. Ja, mein PC ist halt einfach, mein Laptop ist halt irgendwie schon alt und behindert. Den müssen wir bald ins Altenheim abschieben. Ja, also das mit der Behinderung, das wissen wir ja schon lange. Wir haben für deinen Laptop ja schon mal versucht, einen Behindertenausweis zu kriegen. Dann kommst du nämlich wenigstens auf den Behindertenparkplatz damit. Ja, aber dann wurde ich ausgelacht. Schon wieder ein Mob auf Entkommen hier. Ich hole mir heute noch von John Kingdoms of Amalur und zock das mal ein bisschen. Witzig, das zockt Alter auch gerade. Ja, der hat mich ja mehr oder weniger draufgebracht auf das Spiel, ja, als wir uns letztens im TS unterhalten haben vor der letzten Aufnahme. Ah ja, okay. Also entweder ich habe hier gerade einen ziemlich guten Heiler an der Arschbacke oder ich merke hier einfach gerade, wie viel weniger ein Palatank auf die Fresse kriegt als ein Mönchtank. Weil ich level Das mir kann ja natürlich zurzeit beurteilt einen sein. Mönchtank holen.
Also, ich level mir zurzeit einen Mönchtank hoch. War das nicht Heiler? Einen Heiler habe ich auch. Das ist Tabi Heal, aber ich habe auch noch den Tabi Tank. Der Taffy Tank. Ja? Du bist immer so einfallsreich Ich mit finde den den Namen Namen. so geil. Dachte jetzt Das nicht, dass ist. ich eine Katze mit dem Namen Tabby kenne, ne? Ja, das kommt von meinem ersten Mönch. Das ist ja die Tabitha. Und das Spiel, aus dem ich den Namen her habe, das war Advance Wars Days of Ruin. Da gab es ja den Charakter auch und da gab es in der Szene den Begriff Tabby Tank. Weil, ja, will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ich fand das auf jeden Fall immer sehr faszinierend und weil meine Tabitha eben halt auch nur ein DD ist und ich mit der und nichts anderes wirklich gespielt habe, habe ich mir halt dann noch die anderen beiden Mönche gemacht und das waren halt dann der eine als Heilmönch, das war Tabi Heal und der Tankmönch, das ist halt dann der Tabi Tank. Und ich muss mir sagen lassen, dass ich zu viele Palas habe. Ich habe auch zu viele Shamis und ich habe ja auch drei Palas, wenn man es genau nimmt. Definitiv. Genau ein Zauber und 2 Damage. Chaosblitz? Ja, natürlich. Yes! Was soll es denn auch sonst sein, wenn es nur ein Zauber ist? Oleg, da kommen wir ein paar. Kein Problem, ich habe eine Weihe an. Mit der Glyphe ist die eh so praktisch. Ja, die bewegt sich ja immer mit dir mit, ne? Jo. Ist wie eine Feuerbrandaura, nur dass die nicht ganz so viel Schaden macht. Ich hab's gesehen, das war Chaosbolt, der gepult hat. That's right. Aber die zwei. Rein theoretisch hätte ich noch Verwüstung abmachen können. Warum hast du das nicht gemacht? Weil für das bisschen, das sich nicht rentiert. Ich habe die Leisten nicht gespürt. Tja. Jetzt. Immer diese Leute, die sich nicht auf alles vorbereiten, ne? Ja, ich wollte die gegnerischen Mobs mit finsterem Handel bewerfen. Okay. Aber hat nicht funktioniert. Ja, eigentlich wollte ich Feuerring machen, aber irgendwie habe ich mir das dann rübergezogen und dann habe ich immer rumgeklickt, 4 Bats, Bats Feuerring und hatte aber ja, den finsteren Handel da rausgezogen. Ja, die Schweden haben den Eurovision Song Contest gewonnen. Ja, und Exe hat heute schon die Punktetabelle umgedreht und hat Österreich zum geteilten ersten Platz zusammen mit Deutschland beglückwünscht. Ich sehe es auch gerade. Ja, ich habe das Bild gefeiert. Einfach mal das komplette Bild umgedreht. Geteilter Erster mit Österreich. Ich finde immer noch schade, dass die Finnen nicht mitgemacht haben. Ein bisschen Heavy Metal hätte die Stimmung ein bisschen aufgewertet. Ja. Definitiv. Hätten sie einfach mal in Sifferum oder sowas dahinstellen können. Aber wir gestern schon spekuliert haben, Japan wäre doch mal ein cooles Land, Ja, das man Japan. könnte.
Oh, das nehmen wir doch gleich mit. Ja, stimmt, du hast den Erbstückhals nicht, ne? Da bin ich mir nicht mal so sicher, aber egal. Muss ich gleich mal gucken. Nö, habe ich nicht. Och, wie toll, da gibt es sogar, Levitieren. Was für ein zuvorkommender Priester. Ja, ich merke schon, dass der recht fit ist. Ich krieg kaum Schaden. Ist ein guter Diszi. Der aus der Gilde European Hell Squad kommt. Muss wieder meine Schatten, meinen Schattenbrand ganze Zeit durchspammen. Schattenbrand-Spam for the win, ja genau. So spielt man als Hexer in der Lowini. Ja, und den Minions deinen Schatten, deine Funken aufbauen und dann alles rausratzen. Du kriegst doch eh deine ganzen Funken zurück, wenn du mit Schattenbrand was killst. Deswegen mach ich's ja. Beziehungsweise wenn innerhalb von 5 Sekunden das Ziel stirbt. Ja. So, jetzt kommt wieder der tolle Boss. Ja, den mag ich auch nicht. Als ich hier mit meinem Heiler das letzte Mal drin war, hat der mich mit seinem blöden Schuss gewone-hittet. Hat mir da einfach ja, 17.000 Schaden geschossen und ich hatte nur 16.000 Leben. Alter, diese Falle. Sind wir ja eh schon fast durch mit der Annie. Chaosblitz. Der reißt schon mal ganz ins Loch in den Lebensbalken, ne? Wie viel Schaden macht denn der eigentlich so circa bei dir gerade? Ja, also 1200 Schattenschaden, aber mit dem Crit muss ich, passe da immer nicht so auf, das rattert bei mir halt einfach an der Seite so vorbei. 2800 stehen bei mir in Nazca. Okay, bei mir waren es 2767. Aber die Schattenflamme hat stärker gekrittet. Oder Schattenbrand. Hätte mich schon gewundert. Schattenflamme hast du gar nicht. Ja. Das heißt, als Demo-Hexer, wenn du Hand von Gul'dan benutzt, dann hast du den Debuff noch mit drauf. Das Viech lässt mich immer schweben. Flieg!
Da müsstest du immer singen, I believe I can fly. Wir haben doch gesagt, wir wollen nicht mehr singen. Zumindest du hast das mal gesagt. Ja, geht schon wieder los. Wir haben gesagt, wir wollen nicht mehr singen. Das heißt, du willst nicht mehr singen. Das hat mein Chef auch immer früher gesagt. Als seine Frau dann so meinte, was heißt, als er so zu mir gesagt hat, ja, wir tun dann nachher noch den Tisch reparieren, hat er mich so angeguckt und dann seine Frau so, ja, was heißt hier wir? Und dann er so, ja, der Herr Waldmann, der weiß schon, wer mit mir gemeint ist, ne? Und ich so, ja, ich kümmere mich gleich drum. Das kenne ich auch irgendwie von meinem Vorgesetzten. Der macht das auch gerne. Wir rufen dann nachher noch irgendwo an. Das mache ich Jo. Was ist das jetzt? Mana Gruft oder auch in der Krypta? Mana Grooved. Bei die Gruftis. Mana Grooved. Diesmal ohne, dass der erste Boss gleich gepullt wird, oder? Doch, den können wir gleich pullen, oder? Nee, okay, ein bisschen Trash steht hier noch. Stimmt. Hier hat irgendwas nicht gepasst. Ja, da haben ein paar Trashies am Anfang gefehlt. Aber gut. Wahrscheinlich hat ein Hunter gepult. Ja, Ja, und hat wahrscheinlich genug ist Rest. dann Tank und ein DD abgehauen und wir sind jetzt danach gerückt. Das ist doch toll. Bisschen Trash weniger. Gar nicht toll, jetzt habe ich keine instabilen Funken. Komm, der Boss lebt. Die Bosse leben doch mittlerweile lang genug, als dass du da genug aufbauen kannst. Ja, jetzt habe ich einen Funken aufgebaut und ich krieg noch nicht mal einen Chaosblitz durch, weil er vorher tot ist. Oh, die nehme ich mit. Oh. Die hast du das letzte Mal auch schon mitgenommen, oder? Da hat sie mir aber, glaube ich, irgendein Todeshit oder sowas weggewürfelt. Ich bin mir nicht mehr sicher, was es war. Auf jeden Fall irgendein anderer Plattenträger hat es mir weggewürfelt. Immer die scheiß Todesritter hier. Ich weiß nicht, ob es ein Todeshitter war. Könnte auch ein Aber Krieger oder ein anderer Paladin gewesen sein. erstmal standardmäßig Todesritter war es. Wenn keine Hunter, dann Todesritter. In dem Level wimmelt's doch nur von DKs. Heute haben wir noch keinen gehabt. Ja. Die ganzen Tank-DKs vermeiden wir ja immer geschickt, indem ich mit dem Pala tanke. Weil die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass es DD-DKs sind im Blutaura. Ach, so schlau sind sie mittlerweile, dass sie ihn nur noch in der Präsenz spielen, in der sie die Skillung haben. Ah, ich verzweifle es. Boah, wie ich damals meinen Todeshit als Tank hochgespielt habe, da war ich richtig asozial. Da konnte ich überhaupt nicht haben, wenn irgendwer gepult hat. Ich habe mich dann immer hingesetzt und gewartet, bis alles verreckt ist. Jo. Die Idee mit dem Spiel, die ich ge mit dem Spiel antesten, die ich gestern gehabt habe, geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Welches Spiel war das nochmal? Ach, Das mit dem da meinst du. Testen. Ja. Der Hammer steht noch da. Nur, dass ich anstelle das Spiel halt dann einfach bloß, also dass ich praktisch bloß ein kurzes Video mache, wo ich einen CD-Rolling kaputt mache und der dann jedes Mal eingefügt wird und ich nicht jedes Mal das Spiel kaputt mache.
Weil es wäre natürlich schon seitdämlich, wenn ich genau das Spiel dann einfach zerhau. Hätte aber einen gewissen Unterhaltungswert. Ja, natürlich, aber stattdessen würde ich halt dann bloß so das Video einfügen, wie halt der Hammer auf so eine CD runterkommt, so BOOTS! Muss ich mal noch überlegen, wie ich das mache. Oder ob ich das mache.